Wenn ihr Avira Free Antivirus benutzt, dann habt ihr sicher schon festgestellt, dass ihr auf eurem Computer öfters mal eine fast bildschirmfüllende Werbeanzeige bekommt. Die wird ausgelöst durch den Avira Notifier. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den bei Windows XP mit Bordmitteln quasi am Ausführen hindert. Also er wird nicht gelöscht, sondern nur das Ausführen wird behindert. Das geht genauso wie in Windows Vista und Windows 7. Also als erstes müsst ihr in die Systemsteuerung navigieren. Und dort in die klassische Ansicht wechseln und den Punkt Verwaltung anwählen und hier wiederum die lokale Sicherheitsrichtlinie auswählen. So, dort ist für uns der Ordner Richtlinien für Softwareeinschränkungen relevant. Ich habe jetzt hier schon zwei Unterpunkte. Es kann sein, dass sie bei euch nicht sind. Wie ihr die denn kriegt, das zeige ich euch schnell in Windows 7. Und zwar hier. Richtlinien für Softwareeinschränkungen und da gibt es keine Unterpunkte. Die Meldung kommt. Wenn wir jetzt diese Punkte erzeugen wollen, machen wir hier einen Rechtsklick drauf und neue Richtlinie für Softwareeinschränkungen erstellen. So, und jetzt haben wir genau Sicherheitsstufen und zusätzliche Regeln und hier heißt es Sicherheitsebene und zusätzliche Regeln. Wir klicken auf zusätzliche Regeln und machen hier in die weiße Fläche einen Rechtsklick und erstellen eine neue Pfadregel. Im nächsten Fenster dann auf Durchsuchen und jetzt müssen wir ins Installationsverzeichnis von Avira, das ist bei mir im Arbeitsplatz, lokaler Datenträger C, Programme Avira, Antivir Desktop und hier die Datei AV-Notify brauchen wir. Da ist sie. Die markieren wir, bestätigen mit OK. Jetzt ist sie hier eingetragen und die Sicherheitsstufe auf nicht erlaubt eingestellt lassen und mit OK bestätigen. Das war's jetzt schon. Ab jetzt kann AV Notify, also die große Werbeanzeige, sich nicht mehr ausführen.